Wir sind Horst und Hans. Und das ist Neighborhood Barbecue. Das ist für alle, die mehr wollen als nur eine Bratwurst auflegen. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von Neighborhood Barbecue. Wir haben draußen super Wetter und haben gesagt, was gibt Schöneres als Grillen? Und heute machen wir für euch den Grillen Pipi Langstrumpf. Hans hat gesagt, soll ich nicht sagen. Nein, wir grillen heute Abend einen Bauernzopf aus einem Schweinebauch. Und wie genau wir das machen, erklärt euch ganz kurz Hans, weil wir auch so viele Zutaten dazu brauchen. Ja, wir haben massiv viele Zutaten. Wir haben hier einmal einen schönen Schweinebauch, den wollen wir gleich nochmal in der Mitte durchschneiden, damit wir jeder einen Zopf kriegen. Und dann haben wir hier ein paar Gewürze, da könnt ihr auch euren Lieblingsrub nehmen. Und wir haben eine Tube mit Mayonnaise und damit wollen wir das ganze Ding schön einschmieren. Es gibt ja auch diese ganzen Mayo-Steak-Sachen. Wir haben gedacht, heute ist der Bauch mal dran, der darf noch ein bisschen geschmiert werden. Ja, das ist eigentlich schon alles. Wir hoffen, ihr bleibt dran und dann geht's los, oder? Noch nicht ganz. Wir haben natürlich den Bauch, die Schwarte von unserem Schlachter und unserem Vertrauen schon abnehmen lassen. Könnt ihr auch selber abnehmen und daraus noch kleine Chips bauen oder wie auch immer. Wir haben es gleich getrennt. Und damit haben wir jetzt genug Zeit anzufangen. Also, bis gleich. Jetzt kommt der schwerste Teil des Ganzen und ich bin wieder dran. Hans hat sich wieder verdrückt. Wir halbieren es erstmal ganz grob. Jetzt ziehen wir einfach schön mit dem scharfen Messer durch. So ungefähr die Hälfte. Ja, es ist das, man muss die Mitte treffen und es darf nicht schief werden. Ja, danke. Merkt ihr jetzt, warum Hans das nicht macht, damit er hinterher mit mir meckern kann? Das ist aber auch in Ordnung. Ja. Wir sind ziemlich durch. So. Oi, das sieht gut aus, Horst. Jetzt, da wir den Zopf machen wollen, die Gefahr besteht dafür, dass ihr ganz durchschneidet. Lasst hinten so ein Stück frei, wo ihr einfach in der Mitte einstecht und versucht, drei gleichmäßige Streifen zu schneiden. Ungefähr gleichmäßig. Nicht so ganz einfach. Der Horst hat sich um diesen Job gerissen, muss man dazu sagen, ne? Ist klar, Hans, danke. Wenn ich Hans nicht so lieb hätte, ne, würde ich ihn jetzt auch zum Grillen auffordern. Er wäre das Hauptgericht. So. Ja, der Schweinebauch ist widerspenstig, aber... Ich muss sagen, Horst, das sieht gut aus, was du machst. Ich gebe mir Mühe. Aber das reicht ja nicht immer alleine, ne? So, jetzt haben wir hier drei schöne Stücken. Das mache ich mit der Seite auch. Und wenn wir gleich zum Flechten kommen, da kann man es nochmal sehen. Dann zeigen wir es nochmal genauer. So, ihr seht, hier oben ist es zu. So soll es auch sein. Das mache ich jetzt mit dem anderen auch und dann hole ich auch wieder ran. Ja, meine Finger sind eh eingesaut, weil Hans sie mal wieder gedrückt hat. Ist klar, aber ich kriege noch die Arbeit. Hans, kannst du mal das Gewürz drüber mischen? Ich versuch's mal. Nein, ich spare. So, das Ganze reiben wir jetzt ein bisschen ein. Versuchen auch überall was hinzukriegen. So, jetzt drehen wir es noch mal ein bisschen, dass die Rückseite auch noch was bekommt. Ja, wie ihr seht, es ist jetzt überall genug Gewürz dran, auch zwischen den Teilen. So wie es jetzt ist, geht das für eine Stunde in den Kühlschrank, soll ein bisschen durchmarinieren. Dann müssen wir leider die Mayonnaise rüberschmieren, weil das wird eine Sauerei, aber ich glaube, ich muss das wieder machen. Ja, schaltet wieder ein, oder? Ach nee, bleibt dran, ihr seid gleich da. Okay, die Marinierzeit ist ganz plötzlich schon vorbei. Blöd, Mann. So. Ja, Leute, so sehen die guten Stücke jetzt aus. Jetzt, wie gesagt, nein, jetzt lassen wir tatsächlich eine halbe Stunde, Stunde stehen. Wir werden uns jetzt um den Grill kümmern. Ich werde meine Finger ablecken, nee, waschen. Nein, ich leck sie ab, So, und dann sehen wir uns gleich wieder draußen am Grill. So, dann hören wir wieder. Eine Stunde später und ungefähr anderthalb geistige Getränke. Jetzt kommen wir zum Flechten, das was den Zopf hier ausmachen soll. Wir nehmen einfach den ersten Lappen, den zweiten Ding rüber, den dritten. So, das Ganze könnt ihr natürlich mit ein bisschen Zug machen, damit das nicht zu locker wird nachher. So. Ich weiß schon, haben wir die Sauerei wieder. So. Oh, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, Leute. Warte mal, ich nehme mal die Hand rüber. Ja,
So, jetzt gehen wir mal bitte einen Spieß an. Jetzt haben wir hier so einen Spieß. Etwas länger als ein Zahnstocher und ein bisschen dicker. Der muss ein bisschen was vertragen können. Horst, du hast natürlich jetzt schmierige Finger. Ich hoffe, das klappt. Natürlich. Einmal unten durch alle drei durch. Oh, das war der Finger. Gelogen. So. Also, im Prinzip sieht der Zopf jetzt so aus. Ihr seht es. Schön geflochten. Hinten ist er zu, damit er nicht auseinanderfällt. Ja, wir wollen gleich noch so ein Tüdelband hinten umzutüdeln. Das muss quasi rein. Hinter den Zahnstocher. Aber ja. Horst macht erstmal alles andere fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, zieht euch die geilen Zöpfe rein. So sehen sie aus. Grill ist draußen schon vorgeheizt und da sehen wir uns gleich erstmal wieder. Wie bereits versprochen, der Grill ist vorgeheizt auf ca. 150 Grad. Wenn ihr jetzt bei 160 seid, ist das auch noch in Ordnung. Ihr müsst immer sehen, viel Fett verzeiht einem auch viel, da das Bauch ist, sollte das eigentlich klappen. Wir haben das Setup einmal halb direkt, halb indirekt. Wir haben einen halben Deflektorstein eingesetzt. Wir werden die beiden Zöpfe jetzt erstmal indirekt auflegen. Und ganz zum Schluss ziehen wir sie nochmal auf die direkte Hitze, damit wir ein paar Röstaromen rankriegen. Aber das sehen wir gleich. So. Ey, sieht super aus, Horst. Ja, ne? Und wie Horst schon sagt, Geruchsgrillen wäre mal angesagt hier fürs Video. Also unfassbar. Der Geruch, der jetzt schon hochkommt hier, Wahnsinn. So, jetzt geht der Deckel drauf und wir sehen uns gleich wieder. Es ist soweit. Jetzt wird Hans nachmessen. Wir gucken mal rein. Jawohl. Oh, sieht gut aus. Es riecht hervorragend. Die Dinger sehen super aus. Der Grill ist jetzt 2 Stunden mit 160 Grad durchgelaufen. Kerntemperatur wollten wir Richtung 75 Grad hin. Ich werde jetzt mal eben schnell hier mal nachmessen. Jo. Die sind beide. Der kleine ist tatsächlich schon bei 76. Der große ist bei 74,8. Hundertprozentig. Wir nehmen die guten Stücke jetzt runter. Eigentlich wollten wir sie nochmal anballern, aber ich finde, die sind braun genug, Horst. Ja, ich glaube auch. Wir nehmen sie jetzt runter und dann sehen wir uns gleich zum Anschnitt wieder. Ja, es ist soweit. Wir kommen zum großen Moment. Ich werde einfach hier einen klassischen Mittelschnitt durchziehen und dann schauen wir mal, wie es von innen aussieht. So. Der Bauch ist durch. Einen richtig schönen Rand gekriegt. Obwohl wir nicht gesmoked haben. Nein. Es riecht hervorragend. Wir werden das Ding jetzt schön in kleine Stücke schneiden und uns dann richtig schön jeder so einen Kranz genehmigen. Es ist angerichtet. Neighborhood Barbecue wünscht einen guten Appetit. So Leute, jetzt ist das, der Moment gekommen. Wir kommen zum Resümee. Mit Hans Erlaubnis fangen wir an. Der Schweinebauch, muss ich sagen, erstmal rein optisch, als Zopf, fand ich ihn sehr ansprechend, war sehr gut. Was mir super gefallen hat, ist diese Marinade mit der Mayonnaise. Also Mayonnaise bringt tatsächlich Geschmack an. Es war nicht der typische Schweinebauch, wie man ihn kennt, sondern er war, ja, wie soll ich sagen, super lecker, sehr zart. Kann ich nur empfehlen, würde ich jederzeit wieder so machen, werde ich vermutlich auch wieder so machen. Hans. Ja, das, was Horst sagt, stimmt absolut. Ich war auch überrascht, wie gut die Mayo am Fleisch ist. Ja. Also wir haben es vorher noch nicht probiert und waren jetzt echt ganz schön begeistert. Der Schweinebauch hat einen ganz anderen Flair bekommen dadurch. Und ich fand insgesamt, hat es auch ein bisschen, man schneidet es ja und man hat dann am Ende ein paar Würfel. Es ist fast wie ein Schaschlik irgendwie so in die Richtung geht es. Und mir hat das sehr gut gefallen, also es war richtig spitze und macht natürlich optisch auch richtig was her. Ja. Was wollte ich noch sagen? Nix. Noch, außer, sollte euch das Video gefallen haben, dann gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Oder noch besser, ihr abonniert unseren Kanal. Bis dann. Ciao.